Wenn man heute ein Thema wie Ethik und Ästhetik, also das Schöne oder über das Schöne und über das Gute vorschlägt, dann trifft man auf skeptische, ungläubige Blicke, weil niemand sich so richtig vorstellen kann, was das eine mit dem anderen zu tun hat, was das Schöne mit dem Guten zu tun hat. Tatsächlich haben diese beiden Ideen oder Konzepte sehr viel miteinander zu tun. Und zwar nicht nur vor 2.500 Jahren, sondern auch heute. Aber zunächst einmal sieht es ganz unwahrscheinlich aus, dass sie was miteinander zu tun haben. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Augen vor allem das Sagen haben. Wir sind Augenmenschen. Gut, das waren die Griechen auch schon. Das sieht man, wenn man die Plastiken von Polyklet anschaut, einem Bildhauer aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert. Man kann zum Beispiel im Lichthof der Münchner Universität den Doryphoros, den Speerträger, sehen. Eine perfekte menschliche, männliche Gestalt, schlank, ebenmäßig. Und das Ebenmaß war das Ideal der Schönheit. Das wurde in der Renaissance wieder so übernommen. Ich werde gleich noch ein paar Sätze dazu sagen. Aber ist das nicht heute immer noch das Ebenmaß, das wir schon vor 2.500 Jahren kannten, als Grundlage unseres Schönheitsurteils? Beurteilen wir nicht heute noch das Ebenmaß als schön? Ja, also wir sind heute noch wie die Griechen, in gewisser Weise Augenmenschen. Aber der Unterschied ist doch sehr groß, denn die Griechen kannten das, was wir heute unter iconic turn, unter dieser Wende zum Bildlichen verstehen, so noch nicht. Das liegt einfach daran, dass den Griechen die Medien, mit denen dies möglich ist, gar nicht zugänglich waren. Iconic turn, diese Wende zum Bildlichen, das ist verbunden mit Fernsehen, mit Film, ganz besonders mit diesen beiden Medien, aber auch mit Reklame, mit dem, was die Models tun, wenn sie irgendetwas anpreisen. Und apropos Models, wenn Sie sich anschauen, wie diese Menschen aussehen, es sind fast durchgängig, nicht nur, aber fast durchgängig Frauen, auch da ist das Ebenmaß das A und O. Die Griechen wären nun allerdings nie auf die Idee gekommen, Frauen als Schönheitsideal des menschlichen Körpers zu betrachten. Aber das ist ein Thema für sich. Aber wenn Sie die Models anschauen, dann werden Sie feststellen, keine dieser Frauen lächelt, wenn dann nur sehr verschmitzt. Es sind eher leere, traurige Gesichtsausdrücke, die sie da anbieten, um so quasi nur um Gottes Willen keine Falten zu zeigen. Aber es sieht doch eigentlich letztlich langweilig aus. Ist das auch schön, diese Langeweile? Ich denke nicht. Noch einmal zurück zur Antike. Die Antike, also diese Augenmenschen der Antike, waren ganz besessen vom Ebenmaß, und die Renaissance, also über 1000 Jahre nach Polyklet, die versuchten, die Architekten, die Bildhauer, das Ideal der Antike nachzumachen, also das Schönheitsideal nachzumachen, dem nachzueifern. Sie haben zum Beispiel Palladio, der große Renaissance-Architekt aus Vicenza, hat in Rom die Tempel vermessen, hat geschaut, wie sind die Maßverhältnisse zu verstehen. Leonardo da Vinci hat, das kennen Sie alle, den Menschen, den Mann in dem Rad, da seine Gliedmaßen ausstreckt, dargestellt, um von dort aus die Maßeinheiten für das Ebenmaß zu gewinnen. Also der Mensch bot das Maß an. Auch das war schon in der Antike die Idee. Also große Ähnlichkeiten. Deswegen kann man mit Recht sagen, die Antike, die Renaissance und wir heute, wir sind schon Augenmenschen oder Augenmenschen gewesen. Aber natürlich verändern sich die Maßstäbe. Und so, wie ich eben schon andeutete, die Griechen wären nie auf die Idee gekommen, den männlichen Körper auszutauschen gegen den weiblichen. Bei uns gilt vor allem der weibliche Körper heute als schön. So ist heute auch vieles, was in anderen Kulturen, was bei uns geschätzt wird, in anderen Kulturen abgelehnt wird, ein Zeichen dafür, dass sich kulturelle Veränderungen auch im Hinblick auf das Schöne ergeben. Das mal als Vorspann zu meinen Überlegungen. Ich habe eben von Models gesprochen und von dem traurigen Blick, mit dem sie in die Kameras schauen.
die Art und Weise, wie Models verbraucht werden. Einige Jahre verdienen sie viel Geld und dann sind sie weg, weil sie zu alt werden. Also wie diese Menschen gebraucht und verbraucht werden, das erinnert doch sehr stark an den Wert, der heute der Schönheit beigemessen wird. Das ist eine Art Tauschwert. Man bezahlt dafür. Models werden gut bezahlt, wenn sie sehr hübsch sind. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie mit der Kunst. Sie werden bestimmt nicht bestreiten wollen, dass Schönheit und Kunst zumindest zu bestimmten Zeiten sehr viel miteinander zu tun hatten. Beide, Schönheit und Kunst, unterliegen den kulturellen Veränderungen. Und so wie es bei der weiblichen Schönheit eine Art Tauschwert gibt, gibt es heute auch und gab es schon lange oder gibt es schon lange einen Tauschwert der Kunst. Kunstwerke werden für Millionen von Euros oder Dollars gehandelt. Ist das nicht alles ein Zeichen dafür, dass die Schönheit zu einer Art vordergründigem, bildlichem Verkommen ist? Mit der Kunst kann es so wohl nicht sein, denn ich kann nicht viele Zeugen nennen, aber die Kunst spricht eine andere Sprache. Sie spricht nicht mehr, und das seit einiger Zeit, nicht mehr die Sprache der Schönheit. Rainer Maria Rilke, ein großer Dichter, denken Sie an die Duineser Elegien, die er geschrieben hat, hat in einem Text, das Testament genannt, gesagt, der Künstler oder das Maß des Künstlers ist nicht mehr die Spanne zwischen den Gegensätzen, also zwischen schön und hässlich. Wer denkt noch, schreibt er, dass die Kunst das Schöne darstelle, dass ein Gegenteil haben muss, das ist nicht nötig, sagt er. Die Kunst ist die Leidenschaft zum Ganzen. Das sagt er auch unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, diesem ersten großen Krieg, den die Briten auch The Great War nennen, der große Krieg. Also für die ist der Erste Weltkrieg größer auch an Verlusten als der Zweite Weltkrieg, der wiederum von deutscher und russischer Sicht aus sicherlich noch brutaler, noch vernichtender war. Und was nun die Kunst nach dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg angeht, in dem übrigens viele Künstler gefallen sind, Franz Marc, viele andere, August Macke, das ist nochmal gesteigert worden durch die Vernichtung des europäischen Judentums, der Sinti und Roma, durch die Nationalsozialisten. Und danach hat Adorno sich überlegt, ob es überhaupt noch eine Ästhetik nach dieser Vernichtung geben kann. Also er hat noch einmal das, was Rilke schon überlegt hat, gesteigert, vertieft. Und er hat vor allem den ästhetischen Hedonismus, also dieses vordergründige, die Lust am Schönen, diese oberflächliche Lust am Schönen gegeißelt. Auch er ist der Meinung, dass das Schöne nicht das Thema der Kunst ist. Es bedarf des Hässlichen, der Negation, sagt er. Aber diese Gedanken sind eigentlich auch schon nicht ganz neu gewesen, als Adorno sie aufschrieb. Er zitiert auch den Hegel-Schüler Rosenkranz, der schon im Jahr 1853 eine Ästhetik des Hässlichen geschrieben hat, veröffentlicht hat. Aber Adorno sagt, das Hässliche wurde tabuisiert, weil es schon lange und eigentlich in allen menschlichen Kulturen als Darstellung des Bedrohlichen gesehen wurde. Und weil es das Bedrohliche war, das Schlechte, vielleicht sogar das Böse, hat man das ausgegrenzt. Irgendwann kamen dann aber auch hässliche Dinge ins Spiel, auf die Bilder. Bruegel malt Bauern, die nun bei Gott nicht nach irgendeiner Art von Ebenmaß schön genannt werden konnten. Also die Leidenschaft zum Ganzen, von der Rilke sprach, die gibt es in abgewandelter Form auch in der Kunsttheorie von Adorno. Aber es geht mir nicht um Kunsttheorie. Ich nenne das nur, weil das Schöne in der Kunst natürlich eine Heimat hat. Ich möchte auch gar nicht von Kunsttheorie weiter sprechen, sondern ich möchte nur zeigen, dass es kulturelle Veränderungen gibt. Das Schöne in einer Verortung in der Kunst, die sich verändert hat. Nun, nach diesen einleitenden Überlegungen ein kurzer Blick zurück in die Geschichte des Verhältnisses des Schönen und des Guten. Denn diese Geschichte ist sehr interessant und großartig. Und auch wenn es zunächst einmal so scheint, dass das Schöne und das Gute überhaupt nichts miteinander zu tun haben, also Ethik und Ästhetik, wir werden sehen, dass sie immer noch einiges miteinander zu tun haben, ja sogar zu tun haben sollten.
Wenn man aber nun den Vorspann, den ich gerade gesprochen habe, sieht, dann könnte man eher vermuten, dass die Idee der Schönheit, zumindest wäre die moderne Kunst Zeugnis dafür, zerbrochen ist, dass es das Schöne als Ideal oder als Idee gar nicht mehr gibt, dass es eigentlich abhanden kam. Deswegen, um noch einmal der Idee gerecht zu werden, der Blick zurück. Natürlich beginnt dieser Blick zurück bei Platon, der große griechische Philosoph, der zum Beispiel und vor allem in seinem Dialog Symposion, in Deutsch oft als Gastmahl übersetzt, Symposion, das Thema sehr, sehr ausführlich behandelt hat. Es ist eine tolle Geschichte, die Platon erzählt, beziehungsweise die er Sokrates und seine Schüler erzählen lässt. Aber ich komprimiere diese Geschichte auf den Punkt, auf den es mir jetzt ankommt. Sokrates, beziehungsweise Platon und Sokrates erläutern die unterschiedlichen Stufen der Schönheit von dem rein Äußeren, also das, was die Augen wahrnehmen, der Betroffenheit durch das Ebenmaß, bis hin zur Weisheit. Das ist eine Art von Stufenprogramm, eine Stufenfolge, beginnt bei dem Nächstliegenden, das, was die Augen sehen, also beim menschlichen Leib, bei Platon und Sokrates vor allem dem männlichen natürlich, der schöne Jüngling. Die Knabenliebe war damals ein Ideal in jeder Beziehung. Das ist etwas, was heute so vielleicht nicht mehr von allen nachvollzogen werden kann. Also der Leib, das Ebenmaß, zunächst einmal der eigene und der des anderen, des Jünglings, aber dann die zweite Stufe schon, die seelische Schönheit, die das Ebenmaß des Seelischen, also die Abstraktion vom bloßen Körperlichen. Und Sokrates sagt, das ist weit herrlicher als die Schönheit der Leiber. Und dann geht es noch mal eine Stufe höher, die Schönheit im Wollen. Und da sieht man, die Reise geht vom äußeren Schönen hin zum Guten, der Idee des Guten, also zum Moralischen. Das Wollen, die Sitten, da wird die Schönheit dann schon moralisch. Und schließlich am Ende das Streben nach Weisheit. Da vereinigen sich dann Ethik und Ästhetik. Also für Platon war die Schönheit eigentlich, wenn man es etwas platt sagen wollte, eine Art Transportmittel, ein Vehikel vom Wahrnehmen zum Denken. Zum Denken im Sinne der Weisheit, also zum höchsten Denken, das Platon und Sokrates im Auge hatten. Es ist interessant, dass Platon nicht mit dem Ideal der Schönheit anfängt, sondern von hier und jetzt, von der Wahrnehmung ausgeht. Er will nicht abstrahieren einfach von der Wahrnehmung. Er will nicht einfach sagen, bitte schaut nicht nur einfach die Leiber an, sondern denkt euch gleich das hehre Gute. Sondern er sagt, nein, wir kommen von einem zum anderen. Wir gehen so quasi die Treppe hoch und wir sehen, wie überzeugend ein Schritt nach dem anderen ist. Und am Schluss kann er sagen, ist nicht auch das Gute schön? Ja, sagen dann seine Hörer. In diesem Falle ist das Agathon. Agathon, das ist auch ein schöner Name, der schon das Gute oder der Gute genannt wird. Also das ist die Übersetzung von Agathon. Das ist der wichtigste Gesprächspartner in diesem Dialog. Jedenfalls der wichtigste, was die Schönheit angeht. Aber es gibt auch noch andere wichtige, Alkibiades zum Beispiel, der selbst ein sehr schöner, junger Mann war. Aber ich möchte es damit bei der Darstellung dieses Stufengedankens vom Hier und Jetzt des Schönen hin zum Guten belassen. Also man sieht, für Platon war das ein Programm, ein Entwicklungsprogramm. Und das hat natürlich in den nachfolgenden Jahrhunderten die Philosophie begierig aufgenommen. Selbst Thomas von Aquin, der sehr viel stärker sich auf Aristoteles bezieht, hat über den Umweg eines Platon-Kenners, Dionysius Areopagita, wieder diesen Gedanken aufgenommen. Er zitiert diesen spätmittelalterlichen Philosophen und sagt, das Gute wird gerühmt als das Schöne. Also er fängt mit dem Guten an. Das Gute wird gerühmt als das Schöne. Diesen Gedanken übernimmt er und er baut ihn dann aus und macht ihn sogar zu etwas theologisch Interessantem. Er sagt, das Gute und das Schöne im Hinblick auf eine Sache sind ein und dasselbe. Also man spricht so quasi vom Gleichen.
nicht nur vom Gleichen, sogar vom identisch selben, wenn man vom Guten und vom Schönen spricht. Und natürlich müsste man jetzt auf die theologischen Aspekte hier eingehen, die aber uns ein wenig zu sehr vom Thema wegführen wollten. Das Entscheidende ist nun nicht mehr das körperliche Ebenmaß, das am Anfang dieser Stufenleiter von Platon steht, sondern die Form, die Forma der Seele, das Wesensmaß, das ideale Maß, von dem Thomas von Aquin ausgeht. Und nun muss man sich wieder in einem großen Sprung in die nähere Moderne Kant-Vorstellung, der natürlich einige von diesen Überlegungen kannte, aber der eine ganz neue Idee hatte, nämlich dass das Schöne zunächst einmal, ähnlich wie bei Platon, das ist, was gefällt. Das, was Ihnen und mir und allen anderen gefällt, das ist schön. Und darüber kann man natürlich streiten. Der eine findet das schön, der andere jenes schön. Das hat man in der Moderne natürlich begierig aufgenommen. Das hat so einen individualistischen Touch. Das ist so subjektiv und das mag die Moderne natürlich sehr. Aber natürlich, Kant wäre nicht Kant, wenn er nicht weg von dieser Art vordergründigem Bild des Schönen, das bloß gefällt, ginge, sondern wenn er nicht versuchen würde, die Grundlagen dieser Urteilsbildung, also des ästhetischen Urteils, zu ergründen. Es gibt einen Paragraphen in der Kritik der Urteilskraft, wo es in der ersten Hälfte um die ästhetische Urteilskraft geht, also das Schönheitsurteil, wo er ganz zielgenau über das Verhältnis der Schönheit und der Moral spricht. Das ist der Paragraph 59 der Kritik der Urteilskraft, wo er schreibt, das ist der Titel dieses kleinen Kapitels, von der Schönheit als Symbol der Sittlichkeit. Nun, wenn Sie sagen, ja, was heißt hier Symbol? Nun, normalerweise heißt Symbol nichts anderes als der sichtbare Ausdruck von etwas, das Zeichen für etwas. Das ist also eine Art von vermittelnder Instanz. Bei Kant hat natürlich der Ausdruck Symbol, wie alle wichtigen Konzepte, eine ganz bestimmte Bedeutung. Und für Kant ist, der definiert so quasi das Symbol, und er sagt, Symbol, das ist die Vorstellung eines Einzelnen, also von etwas Individuellem, zum Beispiel einer menschlichen Gestalt oder einem Kunstwerk, eines Einzelnen als einer Idee adäquat. Also wenn etwas einer Idee adäquat ist, dann ist es ein Symbol im echten Sinne. Zum Beispiel der Mensch. Der Mensch ist ein Symbol. Und wovon ein Symbol? Nun, von der Idee der Freiheit. Auch das wäre jetzt wieder interessant, diesen Weg weiter zu verfolgen, aber auch das wäre ein Sidetrack, den ich hier nicht beschreiten will. Aber wichtig ist, wir haben den Begriff, den Kant für ein Symbol hatte. Die Sache, wenn man den Menschen als Sache bezeichnen will, die einer Idee entspricht. Was immer einer Idee entspricht, ist ein Symbol. Und der Mensch ist tatsächlich ein Symbol der Freiheit. Das ist die Anwesenheit, die sichtbare Gestalt einer Idee. Denn Kant sagt, die Idee der Freiheit, das ist das, was den Menschen auszeichnet. Nun geht es aber hier nicht um die Idee der Freiheit, sondern es geht um die symbolische Verbindung von Schönheit und Moral. Er spricht nicht mehr vom Guten, sondern Moral. Aber das soll uns hier mal nicht weiter stören. Was meint er genau? Nun, er meint, dass das Schöne, und das klingt auch wieder so ähnlich wie bei Platon, eine Art von belehrender, einführender, hinführender Funktion hat, hin zum Moralischen. Also der schöne Umgang der Menschen untereinander, das soll uns Geschmack am Guten, am sittlich Guten vermitteln. Also er schreibt auch wörtlich, dass der Geschmack den Übergang macht vom Sinnlichen, vom Habituellen zum moralischen Interesse. Also der Geschmack, das, was zunächst mal ganz individuell schön ist, was gefällt, sein kann, das soll nun nicht mehr nur individuell sein, sondern das soll für uns alle in gleicher Weise geben. Das heißt, wir haben alle, sagt Kant, ein und dasselbe Urteilsvermögen. Das ist die Grundform unseres Urteils. Wir sehen die Welt alle mit diesen gleichen reflektierenden Gedankenaugen, wenn man so will. Kein Ausdruck von Kant, sondern von mir. Aber wir sehen die Welt so und dann
kommt das Urteil, dass das schön ist und das schön ist. Und es gibt nicht den Unterschied zwischen schön und hässlich, denn auch das Hässliche hat seine Schönheit. Es geht um die Hinführung zum moralisch Guten. Also das Schöne fördert, oder das Urteil, die Beurteilung des Schönes fördert das moralisch Sein. Das ist die Idee. Das nimmt er dann später wieder auf in der Anthropologie, die er geschrieben hat oder die er als Vorlesung immer gehalten hat. Also man sieht hier wieder, so ähnlich wie bei Platon, eine Art von hinführender, belehrender Funktion. Und für Kant ist es ganz wichtig, dass er sagt, es gibt eine gemeinsame Wurzel des Ästhetischen und des Ethischen, des Schönen und des Guten. Und diese gemeinsame Wurzel liegt in unserem Urteilsvermögen. Also sehr subjektiv. Das findet man so natürlich bei Platon nicht. Nun, nach diesen historischen Überlegungen werden Sie vielleicht noch stärker den Eindruck haben, dass all das, was ich eben über Platon, Thomas von Aquin und Kant gesagt habe, doch wirklich nichts mehr mit dem zu tun hat, worum es uns heute geht. Nun, ich habe eben schon ein bisschen den Weg vorbereitet, den Weg der Kritik, den ich nun am Schluss einschlagen möchte, als ich davon sprach, dass wir heute doch durch die visualisierende Art unseres Lebens, durch diese Art von iconic turn, die Wendung zum Bildlichen hin, auch eine gewisse Oberflächlichkeit unbestreitbar feststellen müssen. Die Oberflächlichkeit im Verhältnis zum Schönen. Und diese Oberflächlichkeit, die lässt eigentlich moralische Aspekte fast gar nicht mehr zu. Nun werden Sie sagen, ja, wie ist das nun weiter gemeint? Was ist nun das besonders Kritische dran? Nun, ich nehme einfach mal ein Beispiel. Vielleicht haben Sie zufällig gehört, dass Schönheitsoperationen jetzt schon in einem erheblichen Maß gut verdienenden Eltern auf besonderen Wunsch ihrer Töchter als Abitursgeschenk angeboten werden. Ich erfinde das nicht. Ist das nicht erstaunlich, dass, ja, Kinder kann man nicht mehr sagen, junge Frauen mit 18, 19 Jahren sich eine Veränderung ihres Körpers wünschen, Gesicht, Brüste, was immer sie nicht so richtig schön finden, wollen sie verändern lassen. Und nicht wenige Eltern sind einverstanden, weil sie sich das leisten können. Nun werden Sie sagen, aber was ist daran denn schlecht? Es ist doch wahrscheinlich eine große Hilfe. Tatsächlich, natürlich, zunächst einmal kann man sagen, wenn junge Menschen das wünschen, wenn sie nicht zufrieden sind mit ihrem Äußeren, wenn ihnen irgendwie die Nase nicht passt und sie verändert werden kann, warum denn nicht? Sie identifizieren sich doch dann viel leichter mit sich. Ja, man könnte sagen, Schönheitsoperationen als therapeutisches Mittel, um sich selbst zu akzeptieren. Was ist daran schlecht? Eine ganze Menge ist daran schlecht. Schlecht ist vor allem daran, dass wir Menschen, wenn wir nach dieser Regel immer das zu tun, was uns unser Selbstverhältnis erleichtert, leben wollten, keinen Mangel, den wir haben, weder im Äußeren noch im Wissen noch in unseren Fähigkeiten, in unserem Können, akzeptieren müssten, weil wir es immer kitten könnten, weil wir es immer verändern könnten. Aber das ist doch nicht der Fall. Das können wir doch gar nicht. Natürlich, eine Schönheits-OP, das kann man machen. Der Operateur braucht dazu nur Geschick, Messer und die entsprechenden Hilfsmittel. Ich will jetzt nicht übertreiben. Ich will jetzt nicht Schönheits-OPs dämonisieren. Sie haben übrigens bei der Hilfe für Kriegsgeschädigte und von Krieg gezeichnete Menschen eine große und wichtige Bedeutung. Aber wenn wir Menschen nicht lernen, und die Schönheits-OP ist nur ein Beispiel, wenn wir Menschen nicht lernen, mit unserer Mangelhaftigkeit, mit unserer Endlichkeit, mit unseren Unfähigkeiten zu leben, dann schränken wir unsere Freiheit, unsere Fähigkeit zu leben, in einem erheblichen Maße ein. Das ist nur die individuelle Perspektive. Es gibt aber auch die kollektive Perspektive. Wir haben dann auch keinen Sinn, kein Verständnis mehr für andere, die unter Mängeln leiden. Denn wir müssen ja gar nichts mehr Mangelhaftes akzeptieren. Es gibt ja immer eine Art von Sanierung, so ähnlich wie bei den Schönheits-OPs.
Wir schränken unsere Freiheit uns und anderen gegenüber ein. Wir müssen nicht lernen, wie wir mit unseren Defiziten zurechtkommen. Wir müssen nicht lernen, wie wir mit den Mängeln, die wir selbst haben, die andere haben, leben können. Das heißt, das persönliche Geschick oder Ungeschick, das Glück oder Unglück, dem wir begegnen in unserem Leben, ist marginalisiert. Wir können es ja ändern. Das ist ein fatales Missverständnis des menschlichen Lebens. Es ist eine Verdrängungsleistung, die darin besteht, dass wir weder uns noch den anderen richtig verstehen lernen müssen. Das ist in gewisser Weise ohne Übertreibung das Amoralische an dieser Art von Einstellung. Es macht uns unfrei. Wir sind nicht mehr in der Lage, die Gegensätze, von denen Rilke oder auch Adorno sprachen, aushalten zu müssen. Wir wollen nicht mehr das Ganze des Lebens sehen. Wir wollen nur noch das, was uns gefällt, das Schöne, das Vordergründige sehen. Das ist erbärmlich und das ist nicht einmal die Hälfte dessen, was unser Leben kennzeichnet. Aber diese Verdrängung dessen, was wir nicht schön finden, also auch des Hässlichen, des Entstellten, das trifft natürlich viele, viele andere soziale Aspekte, die man im weiten Sinne unschön nennen kann. Armut, Krankheit. All das, wenn wir all das nicht mehr verstehen müssen, meine Güte, dann legen wir einen Großteil unserer Menschlichkeit nieder. Wir müssen dann nicht mehr das Humane, um das es geht, suchen, erlernen. Und das wirkt sich kollektiv natürlich aus mit der Zeit. Gut, ich sagte eben, ich will das mit der Schönheits-OP nicht übertreiben, aber ich finde, das ist auch ein Symbol der Oberflächlichkeit oder der Verweigerung gegenüber dem Ganzen unseres menschlichen Lebens. Und hier sehen wir, dass auch jetzt die Verbindung des Moralischen und des Schönen eigentlich eine Pflicht ist, eine Aufgabe ist, die wir erfüllen müssen, um dem Leben gerecht zu werden. Wenn wir das Menschliche, wie es ist, verstehen wollen, ohne Manipulation, dann müssen wir uns auch mit allen Aspekten des Schönen, des Hässlichen, des Guten und des Schlechten beschäftigen, auseinandersetzen. Und dann ist die alte Idee der Übereinstimmung von Ethik und Ästhetik plötzlich wieder etwas ganz, ganz Wichtiges.